Der Solkopf ist ein Berg mit einer Höhe von 3209 Meter in den Hohen Tauern, genauer gesagt in der Venediger Gruppe. Sein Normalweg führt von der Bonmatreier Hütte durch ein Kar, das zum Schluss deutlich aufsteilt. Danach gibt es kurze seilversicherte Passagen. Im Sommer reicht Trittsicherheit, im Winter definitiv ein anspruchsvoller Berg, den wir euch in diesem Video vorstellen wollen. Wir raten euch ausdrücklich nicht zur Nachahmung. Jo Leute, grüß euch, willkommen zu wieder einem neuen Video. Auf über 3200 Meter sind wir, der Flo und ich, da unten 16. Hallo. Oh, ich sag's euch, es wird eine Mördertour. Richtig was Cooles erwartet euch. Wir sind in Osttirol, hinter uns ist der Hohe Eicham. Wir sind am Soileck oder Soilkopf oder so irgendwie heißt der. Soilkopf, 3250, 280 oder so irgendwas. Sensationelles Panorama. Und richtig kombiniert sind wir da raufgekommen. Wer das nicht verpassen will, viel Spaß, kommt's mit, dranbleiben, ist angesagt. Bonmatreier Hütten. Fisch ist da in Osttirol. Ab ca. 2500 Meter Pulverwunderland, aber nur ganz wenig. Da ganz unten kommen wir her, da so rauf, kommt der Weg. Und jetzt sind wir in dem wunderschönen Kar. Die Aussicht einfach genial, wenn das Wetter schön war. Ja, und da vorne muss irgendwo 150 Höhenmeter ober uns das Bonmatreierhaus oder Bonmatreierhütte sein. Wetter wird vom Wetterbericht prognostiziert, am Nachmittag reißt es auf. Niederschlag hat auch schon aufgehört. Und wir sind jetzt bei der Hütte angekommen. Schauen wir, ob der Schlüssel für den Winterraum sperrt. Hier ist ein Wiener. Oh la la. Oh la la. Schon fresh. Irgendwie. Fresh und fresh, gell? Voll. Ja. Voll. Fresh. Also so ein Ausblick da. Ich muss sagen, der Hüttenwart hat recht gehabt. Da herum ist so kalt. Da stirbt jede Viruszelle ab. Einmal hat er jetzt gesperrt. Ha! Ha! Der Wiener hat es geschafft. Der Wiener hat es geschafft. Ein echter Wiener geht nicht unter. Der alte Wiener kann ein altes Schüttenschloss. Das war das Problem. Zweimal umdrehen müssen, oder? Nein, man muss ein bisschen wackeln, damit. Aber jetzt sind wir da, gewaltig. Ha! Und decken. Sehr schön. Nice. Ein Ofen ist da. Das ist aber echt ein fescher Winter. Das sind die getöteten Viruszellen da am Boden. Das sind die Coronaviruszellen. Und fort mit euch! Husch, husch! Zurück dahin, wo ihr her seid. Zurück in die roten Bezirke. Ja. Fesch ist da. Ja, so fesch ist es da.
da geht es morgen rauf. Jo. So ist es. Ach, da drinnen tobt die Hölle. Schaut euch das an. Ah, das hat was von Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ja. Da muss ein bisschen erfinderisch sein. Ist das jetzt ein Holz, was da vorne ist? Oder ein Chili? Ich glaub. Scheiße! Boah! Boah, ist scharf, gell? Ah. Jetzt brennt er sich die Bart. Ah, kurz Chili. Pulver bis zur Nase haben wir sicher morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und bis morgen. Tschüss! Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Hey ho, let's hey, ho. Go. Es wäre Licht. Oh. Extrem mühsam da auf. Herrlich!
Ja, also das ganze Quadl, das haben wir jetzt hinaufgekommen. Jetzt sind wir am Grat heroben und der ist ein bisschen versichert. Versicherungen wahrscheinlich dann teilweise unter dem Schnee drinnen. Keine Ahnung, wie schwer das ist. Als alpiner Steig ist das Ganze angeschrieben. Das letzte Stickerl im Chor, wahrscheinlich ungefähr 45 Grad steil. Aber mega! Ja, voll mega! Oder Flo? Geht's ihm so versichert um. Kann man mit dem Dachstand vergleichen. Schon, gell, ja. Nur, dass es viel einsamer ist. Ja. Genial, Wahnsinn. Voll geil. Und da oben ist der Gipfel schon, haben wir bald geschafft. Da ist der Kollege schnell schon. Ah, da unten gingen Lawinen ab, also ich glaube, dass der gerade da rausgeht. Geht. Super. Letzten Meter zum Sollkopf. Juhu, wir sind am Berg. Ja, geil, super. Der Kerl vom Sollkopf, 3209 Meter, wunderschöner Aussichtsgipfel in die ganze Venediger Gruppen da hinten.
Da hinten drei Herrenspitz und ins Südtirolerische geht es da um. Da vorne Hochgall, alles ist ja einfach ein Traum. Packen wir es wieder, der ist leicht, gell? Das ist ein der ist voll fein. Jupp. Aber jetzt merkst du die Sonne schon, wie es im Schnee reinfährt ein bisschen. Genau, jetzt kommt die Säule versichert, das Stell. Aber es passt eh voll gut von der Schneeauflage, das ist nicht so viel. Ja, die seilversicherte Passage schon hinter uns. Und jetzt geht es wieder runter das Chor. Ein bisschen locker Schnee ist schon gerutscht. Bergeisen Stollen, die Sonne arbeitet stark. Aber nicht lang, dann sind wir unten und safe. So, nicht nachmachen. Juhu! Hadi, 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 oh. Gewaltig! So, da oben sieht man die Hütten, da sind wir jetzt hergekommen, aber der Flotsche und ich, wir sind wieder herunten, gut herunten. Im Niltal, da entspringt übrigens der Nil neben uns. Ja. Der fließt nachher nach Ägypten. Also Osterwohl ist eine Provinz von Ägypten oder so irgendwie. Scherz beiseite. Jetzt das Resümee zur Tour. Also wir haben das ein bisschen unterschätzt. Oben ist wesentlich mehr Schnee gelegen, wie wir uns erhofft haben. Also wenn man glaubt, dass ein bisschen weniger Schnee ist. Die Spurenaufe war brutal mühsam. Aber die Schneekonstellation war super, also Lawinen war bei uns nichts, zumindest Triebschnee nicht. Man hat es aber gut gesehen, beim Aufgehen war das alles noch voll der feine Pulver. Und 20 Minuten später sind dann ein paar so locker Schneerutsche gleich aus dem steilen Gelände runter. Also das ist halt die südseitige Gefahr. Ansonsten war es ja, so eine kombinierte Geschichte.
drin, maximal 45 Grad steil, würde ich sagen. Oben ein bisschen Seil versichert, auch ein bisschen steil. Ja, ich würde nicht raten, dass ihr das nachmacht bei winterlichen Verhältnissen. Diejenigen, die es machen im Winter, die wissen eh selber, was sie dafür brauchen. Wir haben gestartet bei der Materialseilbahn. Haben bis 2900 Meter auffahren dürfen. Das war abgesprochen mit dem Alpenverein. Herzlichen Dank. Und sonst müsst ihr auf 1400-1500 Meter oder so starten. Ja, es war schon ganz lässig, gell, Flo, dass wir da auffahren haben können. Sau cool war das. Ja, sau cool. Ja, und jetzt sind wir eh schon wieder da. Wenn ihr Fragen habt, unten rein in die Kommentare. Wenn ihr Kritik habt, unten rein in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen auf, da lassen, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinn, es wird bald wieder von uns sehen. Bergheil, bleibt's geil. Ciao, ciao. Bussi.